Ja, hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. Heute mit einem neuen Video und mit einem neuen Medium von mir. Und zwar mit einer GUC HD Everio oder JVC HD Everio. Das neue Medium, womit ich jetzt meine Filmchen mache, um da endlich mal eine anständige Qualität reinzukriegen. Bisher habe ich immer mit einer Sony CyberShot aufgezeichnet. Die macht auch Full HD Videos, aber das war mir zu umständlich. So, jetzt dieses Teil, um eine vielleicht bessere Qualität zu bekommen. Und ich hoffe, das sieht auch besser aus als sonst. Jo, versuchen wir das einfach mal. Als erstes möchte ich mich an den Eike wenden. Ja, Eike, ich finde Tabak-Reviews sehr, sehr nützlich. Sie sind auch wichtig, um einfach mal die Sicht, die Ansicht von anderen zu bekommen über einen und den gleichen Tabak. Weil es ist der bekannte Unterschied zwischen Präsentation und Eigenempfinden, sage ich mal. Man präsentiert einen Tabak, man beschreibt ihn, er ist soft, er ist vanillig, er ist dies, er ist das, er ist jenes. Man hat den Tabak zu Hause, macht sich eine Füllung fertig, raucht ihn und sagt, nee, das stimmt nicht. Was die da geschrieben haben, kann ich nicht nachvollziehen. Ich denke mal, so ist es jedem von uns schon mal gegangen und so ging es auch mir. Ich habe mich etwas weit aus dem Fenster gelehnt, habe versucht, einen neuen Weg zu beschreiten. Will nicht sagen, dass ich kläglich gescheitert bin, aber es gibt nun mal Tabake, die liegen mir nicht. So. Womit fange ich an? Ja, ich habe mir besorgt einen Tabak, einen Flake, und zwar diesen hier, den Orlik Golden Sliced. Den bin ich noch am Rauchen, da bin ich mir noch nicht so 100% sicher, da hatte ich noch nicht so die Gelegenheit zu, da möchte ich auch noch nichts zu sagen. Das wäre die Nummer 1. Die Nummer 2, und das tut mir furchtbar leid für jeden, der diesen Flake mag, das ist dieser Kandidat, der Aaron Moore Flake. Es tut mir leid, ich mag ihn nicht. Er hat für mich eine säuerliche Note. Ich habe versucht, ihn 2-3 Mal zu rauchen. Ich komme immer wieder auf selbe Ergebnis. Ich habe es in verschiedenen Pfeifen versucht. Zu verschiedenen Tageszeiten. Es hat keinen Sinn. Da ist noch ein bisschen was drin. Also, wenn man schauen möchte, da ist noch ein bisschen was von vorhanden. Ich möchte ihn nicht wegwerfen, das würde ich auch nicht tun. Wer ihn haben möchte, mich kurz anmelden. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also kurze Mail, wer den haben will. Ich schicke ihm den kostenfrei zu, ich will nichts dafür haben. Wenn ich da einen Gefallen mit tun kann, freut mich das. So, das war die Nummer 2. So, wir liegen gut in der Zeit. Ja, dann habe ich einen Kandidaten, den der Rallye Grufti auch schon mal erwähnt hat. Und da ich mir letztens noch ein paar Videos angeschaut habe, ist mir der wieder eingefallen und den habe ich mir einfach mal besorgt. Das ist der Royal von Exklusiv als Granulat oder sagt man Cube Cut. Ja, es ist Granulat, man kann es hier sehen. Ja, und das ist ein Kandidat, der, wo ich sagen muss, der ist sehr lecker. Der ist leicht. Für mich ist er leicht. Mir kommt er leicht vor. Er ist eine leichte Süße, hat eine wunderbare Raumnote, lässt sich super leicht handeln, reinbröseln, sage ich jetzt mal so, reinrieseln, ein bisschen antippen, kann man wunderbar durchrauchen, ist gar kein Problem, ist ein neuer Kandidat in meiner Tabakbar. Jo, dann habe ich mir noch einen Kandidaten auf Empfehlung besorgt.
Und der hat es auch geschafft. Das ist ein wunderbarer Tabak. Das ist dieser hier. Das ist der Caledonian Highland Cream Melange 10 aus dem Hause Orlik. Genau. Der wird beschrieben mit Weißwein und Creme Whisky. Vom Creme Whisky muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht sehr viel gemerkt. Allerdings umso mehr vom Weißwein. Man schmeckt es schon. Er hat eine wunderbare milde Süße. Er ist leicht im Geschmack. Er ist einfach zu handeln. Er hat eine wunderbare Raumnote. Und ihr seht schon am Tabakbild, er ist von hell bis dunkel. Und einfach, ja, genial. Genialer Stoff, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, der Caledonian Highland Cream Melange 10 aus dem Hause Orlik. Kann ich nur empfehlen, sollte der eine oder andere mal ausprobieren. Der hat es auch geschafft. Wäre der zweite, der es geschafft hat, dann habe ich mir bei Dunpipe drei Tabaker bestellt plus drei Proben. Das ist teilweise tierisch in die Hose gegangen. Ich habe mir als Probe bestellt den Bibo. Ich habe mir als Probe bestellt den Black Jack. Und ich habe mir als Probe bestellt den St. Bernhard Flake. Liebe Freunde vom St. Bernhard Flake, es tut mir leid, ist nicht mein Fall. Ich habe aber noch was, ich werde es noch mal probieren, auf jeden Fall, aber ich habe ihn jetzt zweimal geraucht. Vielleicht bin ich falsch rangegangen, ich weiß es noch nicht, weil jeder sagt, ja, der ist nun wirklich nicht schlecht und ich werde es noch mal probieren, aber im Moment ist es eher ein Kandidat, der es nicht schafft. Beim Black Jack, ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein Kandidat werden wird. Und wenn es einer wird, ob der ständig in meiner Tabakbar vorhanden ist, da möchte ich auch noch nicht so viel zu sagen. Das sind so zwei Wackelkandidaten. Dann habe ich mir bestellt, und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat es geschafft, der Sweet Vanilla Honeydew aus dem Hause DTM. Ein ganz, ganz vorzüglicher Tabak und lässt sich wunderbar handeln. Ja, er ist weich, er ist sehr vanillig, er ist ein leichter Tabak mit einer super Raumnote. Es ist keine, ich würde jetzt sagen, Aromabombe. Er ist sehr aromatisiert, aber er drückt einen nicht vom Aroma. Ja? Er ist also wunderbar zu rauchen. Ganz klasse Geschmack. Kann ich nur empfehlen, wer Vanille mag, sollte sich den mal kommen lassen. Ganz toller Tabak. Der 50 Gramm Potsch für 8,50 Euro. Ganz tolles Stöffchen, hat es auch geschafft bei mir in die Tabakbar. Jo, dann habe ich mir kommen lassen diesen Kandidaten hier, ihr kennt ihn alle, den Devil's Holiday, The Jazz Blend. Ein wunderbarer, süßlicher Tabak, wunderbar süß, trotzdem würde ich ihn als leicht beschreiben, nicht so schwer. Ich könnte ihn einmal pro Tag rauchen, wäre kein Problem. Ich habe da keine großartigen Probleme mit, den wirklich einmal am Tag zu rauchen. Da ist also wirklich alles drin, was man braucht. Sehr süß, aber nicht so, dass er einer schlägt. Ist auch leicht zu handeln, brennt wunderbar ab. Lässt sich super rauchen, klasse Tabak, hat es geschafft, ist bei mir in der Tabakbar.
So, dann jemand, der es nicht geschafft hat, von dem ich mir eigentlich mehr versprochen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist das dieser Kandidat, Gold of Mysore oder Gold of Mysore. Es tut mir leid, ich kann diesem Tabak nichts abgewinnen. Ich habe 3 Füllungen versucht zu rauchen. Es geht leider nicht. Ich schmecke auch nichts von Vanille, obwohl er so einen leichten Vanille-Touch haben sollte. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich kann das so nicht bestätigen. Es ist allerdings meine eigene Meinung, mein Geschmack. Ups, mein Geschmack. Und ja, da sind 3 Füllungen raus. Ich kann euch das auch gerne zeigen. Also, wer den Tabak haben möchte, der ist noch randvoll. Ja, da ist also wirklich, da sind 3 kleine Füllungen raus. Wer diesen Tabak haben möchte, soll mir bitte einen soften, leichten Aromaten, so Vanille, Karamell, irgendwie sowas in der Richtung, zum Tausch vorschlagen, und dann wäre ich bereit, diesen Tabak zu tauschen. Das ist eine 100 Gramm Dose. Und ich denke mal, das sollte auch so in der Größenordnung als Tauschtabak angeboten werden. So 100 Gramm irgendwie, vielleicht noch ein bisschen weniger. Sind ja 3 Füllung raus, ne? Macht jetzt nichts. Ja, also wer den haben möchte, kurze E-Mail. Ich werde mich dann für einen der Tauschtabake, wenn denn da was kommen sollte, entscheiden. Ansonsten müsste ich sehen, dass ich den so irgendwie an den Mann kriege. Jo, der hat es leider auch nicht geschafft. Das tut mir furchtbar leid. So, da muss ich noch schnell was berichtigen, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Und zwar, ich habe in meinem ersten Video den Take It Easy vorgestellt aus dem Hause DTM und habe in meinem ersten Video gesagt, das ist die Geschmacksrichtung Kokos mit Papaya. Das war falsch, Entschuldigung. Es ist nicht Kokos mit Papaya, es sind Waldbeeren, Passionsfrucht und Kokos. Das ist die richtige Zusammensetzung. Auch ein Kandidat, der in meiner Tabakbar vorrätig ist. Ja, sind wir schon durch? Ja, wir sind schon durch. Ha, das ging schnell. Prima. Jo, ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit dem Tabak-Review dazu beitragen. Es tut mir leid, wenn es einige nicht geschafft haben, aber das ist nun mal im Leben so. Man kann ja nicht alles mögen. Wie sagt Yogi immer so schön, entweder ich mag es oder ich mag es nicht. Diese mochte ich nicht, ich bin eben mehr bei den Aromaten verankert. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber trotzdem, ich teste alles oder versuche alles zu testen, um mir wirklich mal ein Bild davon zu machen. Ja, ich hoffe, das Video ist mir gelungen. Mit meinem neuen Medium. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Diesmal ein bisschen knackiger. Ich hoffe, ich bin so in der Zeit geblieben, dass es nicht allzu lange dauert. Ich kann das jetzt nicht ganz genau ablesen, wie lange ich da dran bin. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit eurer Pfeife, mit eurer Lieblingspfeife und eurem Lieblingstabak eine wunderbare Zeit mit vollem Genuss. Verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Tschüss.